Im heutigen Video soll es darum gehen, wie ihr ganz einfach bei Bonprix eine Retoure, also eine kostenlose Rücksendung, anmelden könnt. Das Ganze ist super, super einfach. Ihr gebt dafür im Internet einfach ein Bonprix Retoure, drückt den hier drauf und dann seht ihr hier schon alles rund um das Thema Rücksendung. Dann seht ihr hier, wir können die Ware kostenlos reklamieren, wenn wir das wollen. Und hier können wir dann einfach diesen Rücksendeprozess einmal angucken. Wir klicken nämlich einfach hier auf neuer Retourenservice, papierlos, kostenfrei, online. Dann seht ihr das Ganze hier. So funktioniert das. Verpacke die Artikel wieder in die Artikeltüten. Ich denke mal, das ist klar. Ihr sollt alles wieder normal einpacken. Und dann könnt ihr euch bei mein Konto anmelden, dann auf meine Bestellungen und dann auf Retoure anmelden klicken. Dann die Artikel auswählen, die du zurückschickst. Und dann haben wir das Ganze hier einmal den QR-Code, den wir dann bei unserem Paketshop scannen lassen können für das Paket oder ein PDF-Label. Das können wir dann auf das Paket aufkleben. Ihr seht das hier, QR-Code zeigen wir und das PDF-Label drucken wir aus, kleben das auf das Paket und dann geben wir das beim nächsten Paketshop ab. Falls ihr nicht wisst, wo das ist, könnt ihr das auch ganz einfach bei Google Maps googeln. Einfach Paketshop DHL eingeben oder zum Beispiel Hermes, je nachdem, womit das Paket geschickt wurde. Mehr müsst ihr gar nicht machen. Ihr könnt jetzt hier zum Beispiel auf Retour anmelden klicken. Wie gesagt, dann meldet ihr euch an, ganz einfach. Und dann könnt ihr dort das Ganze machen. Wenn ihr noch weitere Hilfe braucht, wie gesagt, hier könnt ihr sie anrufen. Und hier ist auch noch ein Kontaktformular, wo ihr das Ganze machen könnt. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Falls ja, sehr gerne Like und Abo da lassen. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, das war's jetzt von mir. Und bis zum nächsten Mal.